Also wir haben einfach mal geschaut, wie können wir das automatisierte Fahren, autonome Fahren, die Technologie bei uns im Werkstattumfeld nutzen. Weg von den Sensoren im Fahrzeug hin zu Sensoren in der externen Umgebung und weg von relativ starrer Programmierung hin zu intelligenten Systemen. Durch künstliche Intelligenz sparen wir eine große Anzahl an Sensoren. Also je intelligenter ein System, desto weniger Sensoren brauche ich. Also wir in unserem Beispiel haben lediglich 12 Kameras an Sensorik, um so eine Fahrt zu realisieren. Im Gegensatz, wenn man jetzt weniger Intelligenz hätte, bräuchte man viel, viel mehr Kameras, gegebenenfalls LIDARs oder sogar noch eine komplett andere Sensorik. Einfach um die Sicherheit noch zu gewährleisten, haben wir im ersten Schritt noch Sicherheitsfahrer. Also in der Zukunft stellen wir uns das vor, dass unsere Serienauto eine entsprechende Schnittstelle haben und die Werkstätten oder andere Umgebungen, wo quasi dann die Fahrzeuge in einem gewissen Bereich steuern möchten, schließen sich dann über die Schnittstelle an das Auto oder mit dem Auto zusammen. Und die Werkstatt oder der Bereich steuert dann mit der externen KI, wie bei uns, in dem entsprechenden KI-Rechner das Fahrzeug.